Hier ist noch ein T34-2 gewesen. Jetzt ist er leider nicht mehr gespottet, aber er versucht den Blindschuss und wird damit belohnt. Macht somit den vierten Kill. Sehr, sehr schön. Und jetzt hier, der Jagdpanda. An dem kann er sich jetzt vielleicht rächen. Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Replays hier auf unserem Kanal. Und ja, wie schon an der Montagsfolge versprochen, heute ein Replay, beziehungsweise zwei Replays, also Doppel-Replay-Folge mit dem Hauptmann Voss und seinem Ru 251 Tier 8 Scout der Deutschen. Und ja, sehr neuer Panzer wurde mit 9-3 eingeführt und ich bin mal sehr gespannt, wie er spielt. Zum Ru kann man schon mal vorweg sagen, sehr, sehr schneller Panzer, fährt glaube ich so um die 80 km/h, kann er draufkriegen. Und ja, relativ genaues Geschütz für einen Scout. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie er diesen Spähpanzer Ru 251 denn fährt. Und ja, er ist nicht allein unterwegs, er hat mit im Zug noch ein T-54 gespielt von Reap Duke, beziehungsweise Gutes Bier. Und natürlich Top-Tiers sind hier Tier 10er, also die ganz, ganz großen Schiffe, und die werde ich euch natürlich wieder vorlesen. Bei ihm im Team haben wir zweimal den E-100, zweimal den Badget 25T, im Gegnerteam haben wir einmal den E-100, einmal den T-57 Heavy, einmal den Leopard 1, einmal den FV-215B-183. Selbstfahrerfetten gibt es auch, jeweils einmal ein 9er und ein 8er AT. Bei ihm im Team wären das einmal der GW Tiger und der GW Tiger P. Bei den Gegnern wäre es einmal der Badjet 155-55 und den M40-M43. Ja, wir spielen hier auf Ratcher. Und ja, was gibt es groß zu Ratcher zu sagen? Wurde ja vor, ich weiß gar nicht welchem Update, die ja groß geändert wurde, ist halt ja eine Map, wo auch viel gecampt werden kann, muss aber nicht. Also es ist immer so eine Sache, meistens die Heavies, wie man hier sieht, sind meistens hier oben im Eck. Boah, jetzt zoomt da ganz raus, hier oben im Eck. Und ach, hier oben im Eck, so jetzt Maus, bleibt mal hier oben. Hier gehen meistens die Heavies hin, wenn sich die Mediums eher hier verteilen und die DDs. Und wo er jetzt steht, ist eigentlich auch eine richtig gute Position als Scout. Ich gehe da sogar persönlich auch sehr, sehr oft sogar als mit dem Medium hin, wo er jetzt steht. Wenn man den entsprechende Tarnwerte hat, kann man da ganz schön gut wirken, muss man sagen. Und ja, selber hat er jetzt schon 2 Treffer gemacht, 476 Schaden schon mal aufgedeckt, hat er jetzt, glaube ich, noch nicht allzu viel. Aber da schauen wir jetzt einfach mal zu. Ja, der Ru, beziehungsweise überhaupt die ganzen Tier 8 Scouts, die können natürlich auch ordentlich Schaden austeilen. Die sind da nicht nur so zum Scouten da. Das heißt, die warten natürlich taktisch ein bisschen auch ab und gucken halt, wo sie denn da immer so ein bisschen so kleine Nadelstiche setzen können. Sind ja auch sehr flexibel, wie man jetzt auch sieht. Der Ru zieht hier gleich mal ganz locker auf 60 km/h hoch. Und deswegen fährt er da jetzt einfach auch mal, so kann er ganz schnell die Seiten wechseln. Ja, den Schuss ging leider daneben. Jetzt auch vielleicht auf den Cernavon. Ja, der wird auch von seinem Kollegen, dem Reap Duke, weggenommen. So, und da nimmt er auch den nächsten weg. Also passt hier schon mal das Teamplay. So, jetzt hat er hier den Amix 1375, beziehungsweise die beiden, den können sie auch wegnehmen. Der Hauptmann Voss macht somit seinen ersten Kill. 1010 Schaden bisweilen. Ja, aktuell steht es 6-2. Also eigentlich klare Führung. Allerdings, wenn man das die Hitpoints betrachtet, sieht es noch sehr, sehr ausgeglichen aus. Also ist da noch nichts entschieden bei dem Match. Aber jetzt warten wir erstmal ab, was da noch so passiert. Ja, Hauptmann Voss geht jetzt hier ziemlich, ja, sehr, sehr offensiv jetzt ran. Kann aber auch tun, weil je nachdem die Gegner nicht so krass stehen. Jetzt ist er natürlich aber in eine üble Falle reingefahren. Hat jetzt aber Glück, dass der FV nur gekettet hat und der T95, so wie es aussieht, die kleine Gun drauf hat und ihm jetzt nicht mega viel Schaden reingedrückt hat. Also nochmal Glück im Unglück für unseren Hauptmann. Kann jetzt hier schön auf den T95 von hinten einwirken, schießt ihn auch brennend. Das ist sehr, sehr schön. Macht jetzt natürlich hier ordentlich Schaden am T95. Ja, hat jetzt 1700 Schaden gemacht am T95 und hat jetzt ihn sehr, 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 sehr wehgetan. Ja, insgesamt hat er jetzt schon 2856 Schaden gemacht, was natürlich auch ein sehr, sehr, sehr starker Wert ist. Und wir sehen jetzt auch, dass das Match jetzt in eine klare Richtung gekippt ist. Nämlich, ja, von den Hitpoints steht es auch hier 10.000 zu 5.000, das heißt noch doppelt so viele Hitpoints bei ihm im Team und 9 zu 4. Also sollte das Match jetzt eigentlich
laufen. So, jetzt hat er hier einen Leopard 1 vor sich. Mal gucken, ob er mit Unterstützung seines Teams da nochmal ein bisschen was reisen kann. Jetzt sehen wir aber hier hinten noch eine Badjet-Arty, die er natürlich jetzt auch erstmal in den Fokus nimmt. Natürlich schießt man immer erst auf die Ziele, die man als erstes treffen kann. Muss nicht unnötig irgendwo reinfahren. Der Leopard wurde jetzt von der Badjet weggenommen. Ja, und jetzt ist es eigentlich nur noch Gas geben eigentlich. Also wer holt jetzt so die letzten Kills? Wobei man muss sagen, die Gegner haben jetzt halt noch zwei 10er-Heavys. Die muss man auch erstmal wegkriegen, aber ich denke mal, das wird jetzt eher nicht so das Problem für das Team sein. Dass sie halt noch eine große Anzahl haben, können sie dementsprechend umfahren. So, ein T-34 hier noch mit 3 Hitpoints, den jetzt erstmal mit dem Auto-Fire nicht trifft, beziehungsweise mit dem Auto-Aim. Und ja, leider diese 3 Hitpoints nicht wegnehmen kann. Ja, 3716 Schaden schon verteilt, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Wert. Sehen wir auch mal, was für ein Schadenspotenzial dieser Ru einfach reißen kann. Und, ja, er ist ja noch nicht am Ende, was den Schaden angeht. Jetzt kann er ja noch auf die, beziehungsweise auf den E-100 wirken. Und ihm noch hier ein bisschen Schaden geben. So, jetzt haben wir noch einen T-57 Heavy, der ihn aber ignoriert bisweilen. Das ist sehr gut. Ja, der ist auch weg und somit ist das Match auch schon vorbei. Also eine sehr, sehr schnelle Runde, aber ja, man hat eigentlich gesehen, dass der Ru sehr, sehr viel Schaden austeilen kann. Und das gucken wir jetzt hier uns auch an. Da sehen wir auch, er hat hier den Unterstützer bekommen. Klar, er hat auch sehr, sehr viel Gegner angeschossen. Ich denke, das ist auch sowas, was man mit dem Spähpanzer-Ru sehr, sehr gut machen kann. Da er in 5 Sekunden nachgeladen hat, kann man da auf relativ viel schießen. Zusätzlich natürlich zu erwähnen, er hat den Panzer natürlich gemeistert. Und ja, dann schauen wir uns noch natürlich den Teamscore an. Und das sehen wir auch was ganz, ganz Faszinierendes. Er hat hier 1638 Erfahrungen eingespielt, 4423 Schaden gemacht, was vom Schaden her der zweithöchste insgesamt ist. Der gegnerische E-100 hat 5500 gemacht, hat somit ein bisschen mehr gemacht. Aber ihm im Team hat er mit 4423 Schaden am meisten gemacht. Wenn man das Replay so jetzt nicht so nimmt, kommt das ja alles so, ja, ich weiß nicht, ich will nicht sagen jetzt so ein bisschen locker daher, aber ja, das sieht man halt mal, da spielt man einfach ganz normal mit dem Spähpanzer und ruckzuck hat man einfach mal 4000 Schaden zusammen. Das zeigt einfach auch, wie stark dieser Tier 8er Scout ist, in den richtigen Händen wohl bemerkt natürlich, weil man ist halt ganz, ganz schnell tot mit dem Panzer. Aber, wie gesagt, unser Hauptmann hat ja mehr oder weniger vorsichtig gespielt, einmal Glück gehabt. Aber, ja, so konnte er relativ schnell viel Schaden austeilen und hat natürlich seinem Team da auch immens mitgeholfen, ganz klar, muss man so sagen. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze detailliert an. Hat 24 Schüsse abgegeben, 17 Treffer, davon sind 15 durchgegangen, Schaden 4423, selber 3 Treffer halten, 3 sind durchgegangen, wobei einer war ja ein Kettentreffer, also, naja, egal. Selber hat er 5 Gegner gespottet, 11 hat er beschädigt, davon 3 zerstört und er hat ganze 2736 Schaden durch Spielerunterstützung auch noch dazu gemacht, das heißt, er hat schon ordentlich Schaden verteilt, also diese 4400, die er verteilt hat, plus diese 2700, die er noch durch Aufklärung gemacht hat. Das ist schon sehr, sehr stark. Deswegen auch zu Recht diese 1600 Erfahrung bekommen. Ja, gefahren ist er 2,76 Kilometer. Das ist, denke ich, ein Wert, der okay ist für einen Scout. Hat 69.355 Credits eingespielt. Abzüglich der Reparatur und Munition und Verbrauchsgüter hat er noch einen Gewinn gemacht von 44.557, was ja auch richtig, richtig gut ist. Ja, Erfahrung hat er dank Premium 2457 gemacht. Durch einen Auftragsabschluss hat er nochmal zusätzlich 1228 Erfahrung gekriegt und somit kommt er insgesamt für dieses Match auf eine Erfahrung von 3685. Ja, das war's mit dem Match, aber wie gesagt, wir haben hier ein Doppelreplay, es ist noch nicht vorbei und deswegen, weil die erste Runde auch so schnell war, haben wir ja zum Glück nochmal eine zweite Runde, dann würde ich sagen, dann hören wir uns gleich wieder beim nächsten Replay. Ja, und da sind wir zurück zum nächsten Replay mit dem Hauptmann Voss und seinem Spähpanzer Ru 251. Ja, und diesmal hat er ein etwas besseres Matchmaking erwischt, zumindest was die Top-Tiers angeht, weil diesmal sind die Tier 9er die Top-Tiers. Und er ist wieder nicht alleine unterwegs, diesmal hat er sogar zwei Kumpanen mit dabei, und zwar den Reap Duke oder richtig ausgesprochen das gute Bier, Good Beer, wieder mit dem T-54 und dann ist noch dabei der Marv mit dem Leopard-Prototyp. Ausführung. Ah, ja, ja, dann würde ich sagen, machen wir es wie immer. Erstmal die Top-Tiers noch im Team bei ihm. Also er hat noch einen E-75, einen IS-8, dann eben diese zwei Kumpanen, Leopard-Prototyp und T-54 und einen T-54 E-1.
Bei den Gegnern haben wir einen E75, einen M103, einen Centurion 7-1, einen T-54 und ein Tortoise. Selbstfahrlafetten gibt es keine. Und ja, wir spielen hier auf Karelien und ja, unser Hauptmann Voss macht das einzig Richtige und spielt seinen überragenden Geschwindigkeitsvorteil gleich mal aus und geht gleich mal hier in die Mitte auf diesen hohen Spot. Da es keine Selbstfahrlafetten gibt, ist er hier oben auch relativ safe. Also von dem her bin ich mal jetzt so gespannt. Kann jetzt wahrscheinlich gleich jetzt hier gegen den Bulldog birgen, jawohl, das macht er. Das heißt, der Bulldog hat jetzt erstmal so viel Schaden gefressen, dass dem das Spiel schon gar keinen Spaß mehr macht. So, jetzt haben wir noch einen Centurion 7-1, der jetzt ein bisschen gebrannt hat. Den konnte er jetzt auch noch hinten eine reinrücken. Drücken natürlich. Und, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Der Bulldog guckt weiterhin in die Richtung. Jetzt hat er geschossen. Ah, unser Hauptmann Boss hat leider verschossen, sonst hätte er ihn rausnehmen können. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Jetzt vielleicht, jawohl, ja, 18 Turion 7-1 vorbeigeschossen und nimmt den Bulldog raus. Und das gute Bier nimmt den Centurion 7-1 raus. Ja, das ist Teamwork, würde ich sagen. Jeder kümmert sich da so ein bisschen um den anderen. Und dann klappt es auch. So, was haben wir jetzt hier noch? T20 hat er da oben gespottet. Oder ist gespottet vielmehr. Ja, auf den kann er auch wirken. Jawohl. Kommt Riffin. Jawohl. Macht auch nochmal ein bisschen Schaden. Und ihr seht es auch. 5,23 Sekunden Nachladezeit. Das ist halt echt richtig zügig. Also in dem her richtig, richtig gut. So, ja, nimmt den auch weg. 1122 Schaden schon gemacht. 2 Treffer gemacht. Hat jetzt aber allerdings einen Treffer vom Jagdpanda erhalten. Das ist natürlich richtig blöde. Der macht ja natürlich auch nicht wenig Schaden. Wie gesagt, als Scout, auch als Achter Scout, sollte man schauen, dass man nicht so oft getroffen wird. Aktuell steht es 3 zu 4. Hitpoints noch relativ ausgeglichen. Also ist hier in dem Match noch gar nichts entschieden. So, jetzt haben wir einen T-54 da, der ihn erstmal nicht sieht. Zum Glück, der ist hier bisschen beschäftigt. Und ja, was soll man auch noch dazu sagen zur Gun vom Spähpanzer? Das heißt, er hat einen sehr schönen Durchschlag. Hat, glaube ich, einen Durchschlag von 190, wenn es mich nicht täuscht. Genau, also 190er Durchschlag, das ist natürlich auch ein richtig, richtig starker Wert. Wenn man überlegt, das haben manche Tier 8 Medium-Panzer nicht. Und ja, da hat es ein Tier 8 Scout. Muss man auch mal sagen, Scouts muss man immer so eine Tierstufe höher zählen. Das heißt, wäre jetzt ein 9er. Aber wie gesagt, für einen Scout ist 190 auf jeden Fall richtig stark. Und da kann man auch mal wirklich, wie jetzt im T-54, auch mal von vorne durchkommen, was er uns ja schon gezeigt hat. Von der Seite dann sowieso. Ja, 1841 Schaden schon gemacht. Kann jetzt hier weiterhin auf den T-54 legen und nimmt ihn jetzt auch raus. Macht somit seinen dritten Kill. 2087 Schaden. Jetzt haben wir hier noch stehen Tortoise, ein M103, I6, also ja, nicht gerade die Panzer, die man jetzt richtig einfach durchkommt. Aber vielleicht durch den entsprechenden Weak Spot kann man durchkommen. Und das zeigt uns auch beim Tortoise oben links in den kleinen Turm. Da kommt man super gut durch. Und er zeigt uns nochmal erneut, dass wir die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, da oben ist der Weak Spot des Tortoise. Da kommt man auch mit sehr, 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 sehr wenig Durchschlag ganz, ganz einfach durch. Ja, und somit hat er den Tortoise auch nochmal 744 Schaden mit reingedrückt. Das hat wahrscheinlich dem Tortoise auch nicht gefallen. So, es steht 5 zu 6, Hitpoints weiterhin relativ ausgeglichen. Gegner führen ein bisschen, haben 1000 Hitpoints mehr, aber das ist jetzt nicht die Welt. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Hier ist noch ein T-34-2 gewesen. Jetzt ist er leider nicht mehr gespottet, aber er versucht den Blindschuss und wird damit belohnt. Macht somit den vierten Kill. Sehr, sehr schön. Und jetzt hier, der Jagdpanda. An dem kann er sich jetzt vielleicht rächen. Allerdings merkt er jetzt, dass der Jagdpanda in seine Richtung zielt. Deswegen muss er ein bisschen aufpassen. Trifft ihn jetzt leider nicht, beziehungsweise kommt nicht durch. Allerdings helfen seine Teammates ihm, beziehungsweise auch sein Zugpartner, und nimmt den Jagdpanda raus. Das ist schon mal sehr wichtig, da nicht nochmal diese 300 Schaden abzukriegen. So, was haben wir da hinten? Centurion 1. Ja, aus voller Fahrt trifft er ihn leider nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie die Crew geskillt ist. Es hat Hauptmann was mir jetzt, glaube ich, gar nicht geschrieben. Da wäre es jetzt auch interessant zu wissen, wie weit die schon fortgeschritten ist. Ich meine, sie hat immerhin schon mal den sechsten Sinn. Jetzt weiß man aber nicht, ob sie halt eben, wie heißt die Fähigkeit, fahren wie auf Schienen und das andere noch ruhige Hand oder sowas. Das macht ja das Schießen während der Fahrt deutlich besser. Wenn er das geskillt hat, dann ja, ist ein bisschen schade, dass dann so oft daneben geht ein Schuss. Wenn er es aber nicht geskillt hat, dann wäre es auf jeden Fall empfehlenswert, es zu skillen, gerade weil er so oft aus der Fahrt schießt. Bis jetzt ja kein Mal getroffen hat, muss man sagen. Bei beiden Replays hat es noch nicht geklappt, so aus der Fahrt schießen. So, jetzt haben wir den Tiger 1. Jawohl.
trifft da auch einmal und macht sogar 328 Schaden mit einem Schuss. Das müsste dann schon eigentlich ein High Roll sein mit der Gun. Und ja, 3159 Schaden. Und ihr seht schon, das Match hat sich wahnsinnig gedreht. 11 zu 6 steht es. Hitpoints relativ... Ja, nee, jetzt sind eigentlich auch nicht mehr ausgeglichen. Also, ja, hat sich ganz klar auf die Seite von unserem Hauptmann Ross geschlagen. Jetzt hat er hier Nähe 75. Ach ja, blöde Situation, ihn jetzt hier noch zu treffen. Aber vielleicht, wenn er ihn jetzt ein bisschen umfährt, könnte er ihm seitlich eine reinziehen. Genau so ist es. Macht auch nochmal Schaden an ihn. Und jetzt vielleicht können er sogar den Kill machen. Er dreht ab. Der E75 guckt nicht mehr in seine Richtung. Somit auch ein easy Kill, muss man sagen, für den Hauptmann Ross. Aber auch wieder sehr, sehr gut gespielt. Nutzt die Stärken des Spähpanzers Ru 251 aus. Hat jetzt hier leider einen blöden Treffer vom Centurion einzuhalten. Hat den Motor gekillt, aber hat er schnell repariert und fährt weiter. Jetzt muss er allerdings aufpassen. Ja, und jetzt hat er auch mal in der vollen Fahrt einen Gegner getroffen. Und das war jetzt auch wichtig. Macht somit seinen sechsten Kill und seinen Krieger klar. Und ja, zwei Gegner gibt es noch. Vielleicht kommt er da ja noch rechtzeitig da unten hin. Da sind nämlich beide. Ja, der eigene T34 schreibt auch noch, great job, Ru. Also gute Arbeit gemacht. Ja, und das hat er auch, denke ich, definitiv. 3830 Schaden soweit. Das ist auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut. Sechs Kills vor allem. Ist auch immer wichtig, da entscheidend Gegner wegzunehmen. Ich sag ja auch immer, immer zuerst die Geschütze ausschalten oder wie man sagt im Englischen, first the guns. Ne? Und dann danach kommt halt dann der Schaden. Und ja, jetzt gucken wir mal. Wie gesagt, der kann ja sehr, sehr schnell fahren. Ihr seht es auch, der Ru ist ein richtig, richtig schneller, agiler Panzer. Jetzt kann er vielleicht hier, ja, wieder während der Fahrt nicht getroffen. Also wie gesagt, entweder muss das noch geskillt werden oder das geht bei einem Panzer einfach nicht so gut. So, jetzt aber, ja, der guckt nicht zu ihm aktuell. Kann er, ja, kann ihm schön jetzt in den Turm schießen. Da ist nämlich auch die größte Schwachstelle bei dem AMX. Jawohl, kann den auch noch wegnehmen, macht somit sogar noch einen siebten Kill. Ja, und vielleicht schafft er jetzt noch den E6 zu killen, dann würde er sogar noch die Radley Walters Medaille kriegen. Das wäre ja natürlich schön. Nein, kriegt er nicht. Dann nimmt ihm sein Teammate, der Marv, den Kill weg. Aber ich glaube, er wäre so oder so, hätte ihn jemand noch anders gekillt. Von dem her ist es okay. Leider dann nicht die Radley Walters Medaille. Aber ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze einfach jetzt an. Und dann sehen wir, was er gekriegt hat. Und er hat trotzdem zwei ganz tolle Medaillen gekriegt. Und zwar einmal den Großkaliber und einmal den Krieger. Klar, mit 7 Kills auch hoch verdient. Auch mit diesem Match hat er den Panzer gemeistert. Also sehen wir mal, zwei Runden, zwei Meisterrunden, zwei sehr, sehr gute Runden, muss ich sagen. Sehr unterhaltsam. Und vor allem bei diesen Scout-Replays ist ja auch immer Action geboten, weil die relativ schnell sind. Die sind da eigentlich dann immer an der Front sozusagen. Also sehr, sehr interessante Replays. Ja, jetzt gehen wir zum Teamscore natürlich. Ihr kennt das Verfahren schon. Und da sehen wir, 1638 Erfahrung gekriegt. Moment mal. 1638 Erfahrung. Ich glaube, das hat er beim Match gerade vorher auch schon gekriegt. Also, ja, auf den Punkt genau bringt er hier den gleichen Erfahrungswert zustande. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja, macht hier auch 4000, oder was heißt auch, er macht hier 4686 Schaden, also auch wieder über 4000 Schaden. 7 Kills diesmal, also ein bisschen mehr Kills diesmal abgekriegt. Ja, steht ganz zurecht, finde ich, da oben. Hat vom Schaden her, wenn man jetzt das mal schnell überblickt, sogar diesmal den meisten Schaden gemacht. Klar, muss er ja auch, sonst hätte er auch nicht den Großkaliber bekommen. Ja, noch sehr gut gespielt, was den Schaden angeht, ist der Meza 8 mit dem E75 mit 3788 und auch der Marv bei ihm im Team mit 3235 mit dem Leopard-Prototyp, also auch sehr ordentlich Schaden verteilt. Bei den Gegnern ist keiner an die 3000 rangekommen, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dann auch so der Punkt, wo halt die Gegner dann versagt haben, dass die Großen einfach nicht so viel gerissen haben. Das sehen wir auch, den T54, der Gegner hat gar keinen Schaden gemacht, der Tortoise auch gerade mal nur 410 Schaden. Ist wirklich nicht gerade, ja, sehr, sehr stark. Erwähnen kann man aber auf jeden Fall den Tiger 1 und den Jagdpanda, beide über 2000 Schaden gemacht, als Tier 7er in einem Tier 9er Match. Das ist, denke ich mal, ganz akzeptabel. Schade für die, dass ihre Top-Tiers da einfach nicht so viel gerissen haben. Ja, springen wir zu der detaillierten Ansicht und da sehen wir, 29 Schüsse hat unser Hauptmann Ross abgegeben, 24 Treffer, davon sind 21 durchgegangen, damit kommt er auf einen Schaden von 4686. Selber hat er 4 Treffer erhalten, davon sind 4 durchgegangen, hatte ja auch nicht mehr so viel Hitpoints am Schluss. Diesmal hat er keinen gespottet, hat aber dafür 10 Gegner beschädigt, 7 zerstört, hat 814 Schaden durch Spielunterstützung gemacht. Also diesmal nicht ganz so viel durch Spielunterstützung, dafür halt mehr Kills.
Dadurch hat er ja trotzdem einen guten Erfahrungswert bekommen. Gefahren ist er 3,94 Kilometer, also fast 4 Kilometer, ist auf jeden Fall auch sehr ordentlich. Credits hat er 61.977 eingenommen, abzüglich Reparatur, Munition und Verbrauchsgüter macht er dann am Schluss noch einen Gewinn von 25.377. Ja, und wir sehen wieder, er kriegt 2.457 Erfahrung durch Premium, durch einen Auftragsabschluss dann nochmal 1.228 dazu und kommt ebenfalls wie beim Replay 1 zuvor auf einen Erfahrungswert von 3.685. Ja, würde ich sagen, sehr, sehr schön, sehr, sehr gut. Das war's für heute mit dem Replay. Ja, ich würde sagen, zwei sehr, sehr schöne Replays und kann man sich auf jeden Fall vormerken für Replay des Monats. Und ja, ihr wisst ja, es ist eigentlich der Monat vorbei. Aber ich habe mir was überlegt und ich habe es mir eigentlich bis jetzt zur Aufnahme noch freigehalten, ob ich es wirklich mache oder nicht. Und ich habe mich jetzt einfach, weil die zwei Replays so toll waren und ich irgendwie gerade Bock habe, dann aufzunehmen, gibt es jetzt zu jedem Adventssonntag, also immer am 1. Advent, am 2. Advent, am 3. Advent, am 4. Advent, nein, 5. Advent gibt es nicht. Wäre schlecht, wenn man den auch noch feiern würde. Nee, also 4 Advents gibt es, also 4 Adventssonntage. Und an jedem dieser Adventssonntage gibt es um 16.30 Uhr wird es jetzt jeweils auch nochmal ein Replay geben. Das kann natürlich auch ein Doppel-Replay sein wie heute, aber halt auf jeden Fall eine Replay-Folge. Das heißt, ihr kriegt jetzt Samstag, Sonntag, Montag ein Replay. Und das heißt, wir sind hier mit dem November noch nicht fertig, denn morgen ist auch noch November. Und somit, ja, gibt es noch ein Replay diesen Monat. Das heißt, morgen auf jeden Fall noch vorbeischauen und dann geht es dann auch schon wieder zur Abstimmung zum ja, Replay des Monats für November. Und am Montag geht es dann los mit dem ersten Replay des Dezember. Da könnt ihr auf jeden Fall auch wieder einschalten. Das ist auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr spannend. So, machen wir es aber nicht unnötig lange. Wie gesagt, ich möchte jetzt noch mal das Replay für morgen auch noch gleich aufnehmen, damit ihr da auch, wie gesagt, diesen Advents-Replay, wenn ihr so wollt, auch noch habt. Und ja, ich verabschiede mich. Ciao, ciao.